So, was mache ich dem Boden hier drin eigentlich? Das kann ich mir überlegen, während ich den anderen wegmache. Eine Schaufel der Behutsamkeit, ne? Das ist ja eine Sache, von der rede ich, glaube ich, schon seit, weiß ich nicht, wie viele Folgen, aber schon ziemlich lange. Geschafft haben wir es seitdem nicht. Und wir haben schon mehrfach Werkzeuge auch auf Level 30 verzaubert. So ist es ja nicht. Frage mich gerade, ob ich Rudi irgendwo einsperren sollte. Sonst läuft es doch nur wieder darauf hinaus, dass wir ihn suchen, blöd. Ich wäre jetzt einfach voll paranoid mit dieser Mod. Dass dieses Stein. Ach Gott, ey. Puh. Ging mir schon wieder die Düse, weißt du? Dachte schon, beobachtet mich wer. Irgend so ein super Gegner, neuer. Wobei, neue Gegner gibt's ja. Danke, Minecraft. Was war das denn für ein Ruckler? Neue Gegner gibt's hier ja eigentlich gar nicht. Es sind halt, wie gesagt, nur modifizierte Gegner. Aber scheinbar kann davon echt jeder betroffen sein. Das Einzige, wo ich es noch nicht gesehen habe, waren Creeper irgendwie. Creeper gab es noch keine. So, aus was sollten wir das machen? Ich glaube aus poliertem Diorit, ne? Das wollten wir aus poliertem Diorit machen. Ich glaube, meinem Laptop langt langsam auch mit dem Aufnehmen. Das zeigt er uns durch subtile Ruckler, die uns sagen sollen, Fritte, es ist gut. Du hast genug aufgenommen für heute. Stell das Mikro beiseite, lehn dich etwas zurück, genieße eine wohlverdiente Pause. Ich finde, das sieht scheiße. Ich finde, das sieht nicht gut aus, wenn wir das hier auch aus poliertem Diorit machen. Ich meine, jetzt haben wir 64 poliertem Diorit, schadet nicht, weil, ganz ehrlich, den werden wir eh öfter verbraten als den normalen Diorit. Wenn wir den überhaupt irgendwann mal verbraten sollten. Nehmen wir Stein, oder? Granit wäre ganz gut, oder was ist denn das? Oder ist das Andesit, dieses silberne Zeug? So, Rudi, ab geht's. Das hier finde ich auf jeden Fall sieht cool aus. Achso, warte mal, das können wir gerade mal machen. Machen wir mal lieber vorsichtshalber mit der Schaufel. So. Kann man schon mal machen. Das könnten wir jetzt hier eigentlich auch machen. Sieht doch gut aus, oder? Aber ich finde, es hat echt was. Ja, doch, 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 doch. Also echt auch wieder hier eine coole Neuerung von Mojang. Auch wenn man sagen muss, naja. Der Sinn erschließt sich mir nicht ganz, weil die grobe Erde gibt es ja auch noch. Sehr, sehr interessant, was sich die Entwickler dabei wohl gedacht haben. Man steckt nicht drin, ne? Man steckt nicht drin. So, dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das. Wo haben wir den Sattel her? Noch aus dem Nether vielleicht? Granit wollte ich mitnehmen. Andesit was. Aber haben wir ja sehr, sehr viel. Wie sieht es eigentlich hier aus? So monstertechnisch? Gerade sehr ruhig, ne? Warum ist hier so ruhig? Pilztechnisch sieht es eigentlich super aus. Also das. Also die Farm ist schon ein guter Erfolg, muss ich sagen. Ich werd jetzt mal nicht abbauen, sondern lass mal wachsen. Wo haben wir eigentlich unsere Lore hin? So, Andesit. Wie komme ich jetzt an Andesit? Wir brauchen das Portal, ne? Am besten durch das Portal. Komm, das machen wir jetzt schnell noch. Rudi gleich mal da stehen. Der rennt ja nicht davon. Haha. Wir gehen mal wieder in den Nether. Aber diesmal sind wir nur auf der Durchreise. Ach ja. Ich glaube, das mache ich echt mit dem Portal, dass ich das ein bisschen ändere. So. Guck mal, wie cool das jetzt aussieht mit Shadern. Oh oh. Ich habe keine Ahnung, was der für ein Zauber hat. Ich will es auch nicht wissen. Das Gute ist an diesen Schweinen. Die scheinen den Zauber erst dann wirklich zu entfalten, wenn man sie auch angreift. Außer der vorhin. Der hat uns
Sieht aber auch irgendwie cool aus im Nether mit Shadern. Ist doch total Panne irgendwie, aber irgendwie auch cool. Als wäre der Nether auf einmal ein freundlicherer Ort geworden. So, wir rennen hier mal durch. Was war das? Das Gefühl im Hintergrund ist gerade irgendwas ganz mächtig explodiert. Oder es war ein Lied. Keine Ahnung. Oder es war ein Special Ghast. Wo muss ich denn hin? Hier. Ich habe keine Ahnung. Ich will es auch gar nicht wissen, ehrlich gesagt. So, ein bisschen Zeit haben wir noch. Für diese Aufnahme. Komm, die Magmas würde ich schon gerne mitnehmen. Warum gibt es so viele Slimes, aber so wenige Magma-Slimes? Voll unfair. Uah. Nein. Alter, hör auf damit. Hör auf! Oh Mann, jetzt hat er mich erwischt. Das Problem ist, der kann mich locker anzünden, wenn er Bock hat. Wir können aber höher hüpfen als früher, oder? Oh, guck mal, ich kann Japanisch, nur weil ich gegen diese Viecher kämpfe. Zack! Nein, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf. Alter, welcher war das jetzt von euch? Assi, hör auf damit, hör. Slime von der NASA, sag mal. Was habt ihr eigentlich für Drogen genommen? Liebe Mod-Entwickler, was für... Au, was für Drogen nehmt ihr eigentlich, wenn ihr solche Mods entwickelt? Das ist eine Frage, die stelle ich mir jetzt doch ziemlich konkret. Weg damit. Weg. Stirb. Stirb. Boing, in a doing immer. Stirb, stirb, stirb. Fuck. Das ist so assi, ne? Gut, dass ich zwei Schwerter zur Zeit habe. Alter, jetzt geh weg. Geh weg. Weg. Weg, Mann. Hör auf. Hör auf. Ich will keine Haken, Mann. Sag mal. Dein Ernst, der spawnt hier einfach. Ja, der spawnt da halt. Meine Güte, ist ja nicht so schlimm. Und das ist ein normaler. Das ist kein irgendwie Special Mob oder so. Ach du Kacke, ihr habt ja völlig einen Dachschaden, oder? Ihr habt sie ja nicht mehr alle. Seit wann läuft der Lava raus? Ich muss hier weg. Ihr habt sie echt nicht mehr alle. Ihr habt doch nicht mehr einen Schuss gehört, oder? Ach du Scheiße, hier rechts ist eine, die Festung. Das ist, glaube ich, die Festung, die wir schon untersucht haben, ne? So war das, glaube ich, gewesen. So, wir gehen jetzt mal kurz hier rein. Junge, Junge, ihr habt doch einen Dachschaden, oder? Alter. Bin ich gerade froh, dass ich diesen komischen NASA-Piloten da entkommen bin. 5 Magma-Cremes. Na gut, das hat sich aber gelohnt. Kommt da auf einmal ein Ghast angeschissen. Und denkt sich so, Basti, es wird Zeit. Ach, wir brauchen ja gar nicht hochgehen. Wir können ja unten bleiben. Denn Andesite. Das ist genau das hier, was ich meinte. Wenn man das poliert, dann sieht es gut aus, glaube ich. Ja, hier fahren wir sie mit. Denke mal, wir werden jetzt sowieso in der nächsten Folge dann nicht mehr oder in der nächsten Aufnahme nicht am Supermarkt rumbauen, sondern dann wird es ja erstmal wieder ein kleines Spezial geben. Ich weiß noch nicht genau, wie das aussehen wird. Ich habe eine Idee. Bin mir aber noch nicht so schlüssig, ob die cool ist oder nicht. Eine Idee hatte ich da schon. Aber wie gesagt, ich bin mir noch sehr, sehr unschlüssig. Von daher werde ich dann noch mal mindestens eine Nacht drüber schlafen. So. Aber hey, Andesit gibt es hier echt viel. Das ist schon mal sehr geil. So, das haben wir jetzt natürlich mit dem Portal verbunden. Theoretisch könnten wir hier auch einen Teleporter hinbauen. Also zumindest an die Oberfläche dann. Das wäre doch nochmal um einiges einfacher, weil man nicht durch den Nether hatschen müsste, was ja doch immer so ein bisschen Risiko ist. Naja. Das mit dem Nether anbinden habe ich auch bis heute noch nie so richtig verstanden, ne? Muss ich mal ganz ehrlich sagen.
Das habe ich bis heute nie richtig verstanden, weil es mir aber auch noch nie jemand richtig erklärt hat. Wie man das mit Portalen macht. Es scheint auch einfach ziemlich kompliziert zu sein, oder? Ich glaube, es liegt nicht nur an mir. Das ist jetzt nicht gerade etwas, was man alltäglich und so casual macht. Was jetzt jeder Minecraft-Spieler hinbekommt, der mal, keine Ahnung, 10 Spielstunden hatte. So. Nehmen wir noch das Andesite mit. Ich weiß nicht, ob wir den Boden noch auskleiden von unserem Supermarkt. Könnten wir theoretisch noch hinbekommen. Guck mal, Eisen. Eisen, 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 Eisen. Wir haben so wenig Eisen. Endlich finden wir mal welches. Bin natürlich auch nicht knauserig. Ich nehme jedes Eisen mit. Das ist gar kein Ding. Wenn Eisen schon da ist, dann nehmen wir es mit. Wer weiß. Eisen kann man immer gebrauchen. Für Werkzeuge, für Rüstungen, für irgendwelche Bauten, für Schienen, für Golems eventuell, für was auch immer. Erst in die für Rüstung und Werkzeuge, aber ja, auch ansonsten ist Eisen schon immer ganz, ganz praktisch. Muss ich sagen. Eisen ist schon cool. So. Eisen ist so cool, da ich überlegt habe, mit ihm auf Skiurlaub zu fahren. So ist es. Wo ich nicht mal Skifahren kann. Ja, ist so. Kann ich nicht. Nö. So, hier ist ja nochmal ein richtiges Vorkommen. Alter Schwede. Geht ja gut los. Da 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 da. Andesite, ich nehm dich Miete. Und dann denkst du dir, oh Schiete, Schiete, er hat mich Miete genommen in seine Lage aus. Oh Andesite, ich nehm dich Miete und du kommst in meine Hütte, denn du siehst so wunderschön am Boden aus. Am Boden, Boden. Andesite, bist schon wieder in der Wand gefangen, yeah. Doch kein Problem, ich hol dich da schon wieder raus. Aha. Oh Andesite, ich mag dich immer wieder aus die Wände kloppen. Oh Andesite, oh Andesite, ich mag dich gern. Oh Ande, 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 Andesite. Toll, einfach nur wunderschön. Wow, und jetzt spielt die Musik weiter. Als hätte ich damit nur diese Leere, die die Musik hinterlassen hat, füllen wollen. Und ich habe es sogar ein bisschen geschafft, finde ich. Aber mir persönlich, ja, war dann nicht mehr ruhig. So. Gut. Haben wir das alles? Das ist eine Menge Andesit hier. Alter, ich hebe ja hier fast den ganzen Berg aus, Junge. Ich muss Angst haben, dass der langsam einstürzt. So, hier oben ist noch eine Menge drin. Ich glaube, das sind auch zwei Adern, die sich hier so zufälligerweise ziemlich nah aneinander befanden. Ach man, dummes Schild. Junge, ich will's Schild. So. Klopp, 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 klopp. Alter, das ist echt arschviel Andesit. Da oben ist Granit, glaube ich. Oder Diorit war das. Diorit, glaube ich, ne? Granit ist das Rote. Da ist doch Granit in echt nicht rot, oder? Ist Granit in echt rot? Granit? Ist das nicht eher dunkel? Oder hell? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, Schiefer ist, glaube ich, dunkel, ne? So. Nicht abspacken, sondern einfach die Sachen auswählen, die man haben möchte. So sieht's aus. Eine Menge Andesit, mein Freund. Meine Menge. Ich glaube, es ist aus dieser Abschnitt hier der Welt wurde in der Version erstellt, als Andesit gerade völlig neu war. Ich glaube, es war die 1.8 oder so. Und weil es so derbe neu war, so richtiges Neuland praktisch, ja, haben sie gedacht, komm, in den ersten Weltgenerator von dieser Version, da packen wir es mal 40.000 mal rein. Genauso wie Granit und Diorit. Ist jetzt hier auch ziemlich oft zu finden. Ich nehme es gerade mal mit, weil es sich anbietet.
So. Da, 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 da. Könnte sein, dass die letzte Folge vor der 300 dann doch ein bisschen Überlänge bekommt. Oh, da ist schon wieder Andesit. Halt. Halt den Mund. Nehme ich jetzt aber mal nicht mit. Wir wollen mal nicht übertreiben jetzt. Es war schon mehr als genug, glaube ich. Wir gehen mal zurück. Oh Gott, der Heimweg wird ja spaßig bestimmt. Ja, wir waren jetzt mal nicht an Land hier oben, aber brauchen wir auch nicht zu sein. Warum sollten wir? So, einfach mal durchmarschieren. Hoffentlich kommt jetzt nicht wieder irgendein dummes Monster. Diesmal lasse ich auch Slimes und sowas einfach beiseite. Ich hoffe, wir treffen nicht mal auf einen Ghast, der so eine Verzauberung hat. Das könnte übel werden, glaube ich. Au! Ich glaube wirklich, das könnte richtig, richtig übel werden.